Ja, die Malerei von Yong Suk-yeon ist eine sehr expressive Malerei, aber nicht ein subjektiver Expressionismus, wie es die deutsche Tradition beispielsweise hat. Sie ist eine deutsche Malerin, sie lebt in Deutschland seit 25 Jahren, ist deutsche Staatsbürgerin, kommt aber natürlich aus Korea und kommt ganz aus dieser ganz anderen Tradition der Landschaftsmalerei. Also es ist ein nicht subjektiver Expressionismus, wenn man so will. Und sie arbeitet nie mit Vorzeichnungen, auch nie mit Skizzen vorher, schon gar nicht mit Fotos. Aber der Berg hier, das ist halt sozusagen ganz aus der Erinnerung herausgearbeitet. Und dieses aus der Erinnerung und aus der Emotion herauszuarbeiten, ist für sie ganz wichtig. Das Bild habe ich eine Wolke genannt. Das ist die Auseinandersetzung mit Landschaft und Natur ist für meine Malerei essentiell. Ich plane vorher nicht und ja, das ist wie eine Wanderung auf einem fremden Berg und du kennst den Weg nicht und du weißt nicht, was auf dich wartet. Und der Weg auf dem Gipfel ist wie ein Kampf gegen dich. Ja, bei Yong Suk-yeon ist sehr spezifisch, dass sie nicht in Korea ausgebildet wurde, sondern erst als sie nach Deutschland kam, sich entschloss, der Künstlerin zu werden, in Bezug auch zu einer deutschen künstlerischen Tradition. Und da an der Kunstakademie Düsseldorf bei Fritz Schwegler studiert hat, wo Katharina Fritsch, Thomas Schütte, Thomas Demand, Gregor Schneider studiert haben. Sie kommt aus einer ganz anderen Tradition und hat die Ölmalerei im Jahr 2003, 2004 begonnen. Und damit hat sie eine sehr unorthodoxe Auffassung, weil sie nicht akademisch ausgebildet ist als Malerin. Und die leichten Zeichen, die bei Fritz Schwegler eine ganz große Rolle spielen, die finden sich auf eine andere Weise bei ihr wieder. Zugleich hat sie natürlich einen landschaftlichen Raum, der die Landschaft mit der Leere identifiziert, was die asiatische Tradition ist und nicht die europäische. Ipse 부는 바람에도 나는 괴로워했다. 별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것을 사랑해야지. 그리고 나에게 주어진 길을 걸어가야겠다. 오늘 밤에도 별이 바람에 스친다.